Sie sind da, von Millionen Fans herbeigesehnt, Mick Jagger und seine Rolling Stones. In Hamburg starteten sie ihre Deutschland-Tournee. Vor 5 Jahren begleiteten Chaos und Zerstörung ihren Weg durch deutsche Konzertsäle. Was führen sie diesmal im Schilde, die 5 härtesten Rockmusiker der Welt? Im Hamburger Hafen luden sie zur schwimmenden Presseparty. Ihre Kinder und Freundinnen haben die Stones mit auf die Reise genommen. Weshalb spielen die jungen Multimillionäre noch? Ihre Antwort? Aus Spaß? Weil wir mehr Geld wollen? Aus politischen Gründen. Ernst Merkhalle vormittags. Die technische Equipe der Band bereitet das Ereignis vor. 64 Tonnen wiegt die Bühnenausrüstung. Meterlange Lichtkanonen und stockwerkhohe Verstärkerbatterien sollen den Fans das totale Rolling Stones-Erlebnis garantieren. Und dann kamen sie selbst. 7000 junge Hamburger feierten Wiedersehen mit Mick Jagger und seinen Rolling Stones. Sugar intensivierte Mick Jagger den Dialog mit seinen Fans. Doch der erwartete Krawall blieb aus. Gezügelte Ekstase. Die intime Zwiesprache mit den Pop-Idolen aus London hat die gewalttätigen Ausbrüche von einst verdrängt. Sind die Stones braver oder sind ihre Fans friedlicher geworden? In Hamburg blieb diese Frage offen.